hier ein Detail nochmal von dem Thron, sehr schön umgesetzt von dem berühmten Holzbildhauer und Multiversalkünstler Jörg Wilhelm Schirmer. Praktisch unendlich kostbar, wie er hier diese ganzen Details herausgearbeitet hat. Wahnsinn. Über den Thron mal insgesamt gesehen. Und eben auch oben wieder mit Drachenköpfen versehen. Aus den ersten Shows, des Spiegelschwert-Shows, ist das wohl sehr bekannt und viel noch in Erinnerung. Schwertinschrift auch wieder auf einer designten Damaszenerklinge in diesem Fall. So kommen wir mal zur Fotokunst von Hermann. Hier das vielleicht bekannteste Werk, wo er durch ein Stahlrohr, durch eine Stahlöffnung fotografiert hat und findet dann am Ende neben den Stahlrohren doch ein blaues Meer, einen blauen Horizont. Ja. So, hier haben wir vielleicht das bekannteste Foto von Hermann durch eine Öffnung eines Stahlrohres hindurchgeschossen. Erkennt man im Hintergrund weitere Stahlrohre und vor allem dann einen Strand mit einem wunderschönen blauen Horizont. Wohl. Hier ein fast kitschig schönes Foto von Hermann aus seinem Bereich Fotokunst, der berühmte obere See in Berchtesgaden. Hier sind Schwerter, die sich praktisch davor erheben, vor der Gestalt des Hermann zu erkennen. Er ist praktisch eingehüllt von Schwertenergie. Auf diesem Bild, das zeigt die Zeushöhle in Kreta, auch hier haben gar nicht viel verändert von der Perspektive her, von der Auflösung her. Praktisch eine Treppe, die nach oben führt, in der Tat aus der Höhle, wo Zeus, der Göttervater, aufgewachsen sein sollte und führt dann hoch ins Licht. Ja, wie eine Erkenntnis, eine mystische Erkenntnis, die der Mensch selber bestreiten kann. Die Treppe zum Himmel, Stairway to Heaven und so weiter und so fort. Ein Ausschnitt aus einem der ersten Filme, Hermann noch in jungen Jahren, Ledernieten, Lederklamotten, eine junge Maid an seiner rechten und linken Seite jeweils zum Teil sehr fantasymäßig im Winter aufgenommen. Die Session war genial in München übrigens. Eins seiner Meisterwerke, wenn das Bild auch offen gesagt nicht von Hermann selber stammt. Das Schöne ist an diesem Bild, die Dame, die ältere Dame hatte ihre Brille nicht aufgesetzt, deswegen ist das Bild sehr verschwommen. Aber gerade deswegen erkennt man hier unglaubliche Sachen, zum Beispiel in der Mitte einen Höhleneingang, der aber auch aussieht wie so ein kleiner schwarzer Drache. Man sieht Hermann an verschiedenen Stellen, man sieht hier einen Gigant mit einer Keule auf der linken Seite. Das ist natürlich, was wahre Fotokunst ausmacht. Hier vorne rechts, fast wie so Pärchen, die sich zusammengefunden haben, grüne Männlein würde man fast sagen. Und im Vordergrund, dann haben wir zum Teil Pflanzen, die aussehen, als ob sie miteinander tanzen würden. Das ist was ganz Fantastisches.